Moin! Und willkommen zurück zu Fortnite für iOS. Wir, ja, wollen heute vollkommen ausrasten, haben's ich gehört. Und dafür reisen wir zum Dusty de Arsch. Ist ja ganz klar. Warum Dusty de Arsch und nicht Dusty de Po? Naja, keine Ahnung. Das habe ich keine Ahnung. Also wirklich, was fragen Sie mich jetzt hier? Was wollen Sie jetzt von mir? Was fragen Sie mich jetzt hier aus? Ich habe keine Ahnung. Naja. Mal gucken, ob mir hier jemand hinterherkommt. Ich denke mal schon. Ich denke, ich bin nicht der Einzige, der hier feinste Speisen haben möchte aus dem Dusty Depot. Ja. Aus dem staubigen Depot. Ist hier was auf dem Dach? Ich hoffe mal. Ja, da ist, glaube ich, eine Waffe. Oh, schön. Edelmetall. Ja, kann man sich doch gönnen. Dann würde ich sagen, hauen wir ab. Hauen Sie rein. Weil ich glaube, der Typ da vorne hat schon eine Waffe gehabt und er hätte mich niedergeklatscht. Sagen wir es so. Deswegen gehen wir doch, denke ich mal, direkt nach oben auf den Berg. Gucken mal, wie das funktioniert. Oder wir gehen da hinten erstmal zum Haus. Wow, was war das denn gerade? Kein Plan. Irgendwas Staubiges ging gerade durch die Luft. Auch nicht schlecht. Wir sind aber gerade mitten im Kreis. Ist gönnbar. Ach, Munition natürlich sehr schön. Ah, geil. Keine Waffe wieder mal. So stelle ich mir das doch vor hier. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo wollen wir jetzt hin? Wollen wir in Richtung Anarchy Acres? Könnten wir machen, aber natürlich in der Gefahr, dass da schon jemand gewesen ist und dort alles gelootet hat. Und wir werden daraufhin geklatscht. Wie man sich das auch immer so gönnen kann natürlich, ne? Aber das Holz nehmen wir uns natürlich definitiv mit zum Schutz. Für unser eigenes Wohl. Lass da bitte keinen gewesen sein. Ich habe Angst, Jungs. Aber da hinten liegt eine Waffe. Das sieht gut aus. Und hier ist eine Truhe. Und weiteres Stahl. Sehr gut. Okay, wir haben eine neue Shotgun? Die schwere Schrotflinte. Ach du heilige Scheiße. Scheiße! Oh mein Gott, Alter. Der hat nicht mal getroffen. Ach du heilige Scheiße, Alter. Boah. Oh mein Gott. Und 8 Schutztränke. Cool. Boah, ich glaube, die Schrotflinte ist mega geil. Du heilige Mistsau. Das ist an sich ja schon mal eine ganz gute Sache. An sich haben wir schon mal ganz gute ja, Waffen am Start. So, nochmal kurz hier alles umdisponieren. Und dann kann es auch wieder weitergehen. Zurück in den Kreis. Und dann sehen wir weiter. Wir haben auch relativ viele Ressourcen zum Bauen. Wir haben über 100 Stahl. Wir haben 70 Holz. Und wir haben 150 Bricks. Das ist gar nicht mal so scheiße. Möchte ich sagen. Aber der Typ, dass der mich gerade eben nicht getroffen hat, das ist schon echt ein Wunder. Ich hätte sterben können. Wow. So, war hier noch was? Nee. Okay.
Was die Frage, wo wollen wir jetzt hin? Ich denke mal, Retail Row wäre natürlich ein sehr guter Ort. Ein fantastischer Ort, gar. Dafür will ich jetzt erstmal natürlich gucken, dass ich ein bisschen Holz abbaue, um mich noch mehr zu, ja, um mich noch mehr einzudecken, für den Fall der Fälle. So, läuft hier jemand rum? Irgendein Larry, der geklatscht werden will. Ja, nein, vielleicht. Keine Ahnung. Aber die Truhe war Gold wert, Mann. Wir wären sonst verreckt. Aber das ist ja sowieso generell ein Spot gewesen, wo ziemlich gerne diverse Truhen sind. Ich glaube, hier ist jemand. Irgendwen gehört. Ich habe irgendeinen Stapfen habe ich gehört und das kam, glaube ich, nicht von mir. Und wenn es von mir kam, dann bin ich eine Sau. Oh, ganz kurz mal am Bein kratzen. Oh, das juckt. Ist da jemand drin? Nee, das ist aber eine Truhe. Die hat noch keiner geöffnet. Ja, mal her damit. Oh Gott, ein geiles Medikit. Oh ja. Okay, ja, nehmen wir mit. Warum nicht? Ja, es ist halt nur schade um die Schildtränke, ne? Ich habe auch ein bisschen Angst, hier reinzugehen, ehrlich gesagt, aber ich mache da mal einen Bogen drum. Nachher chillen immer noch Leute und wollen mich tot sehen. Die kleinen Säue. Da ist niemand. Glück gehabt. Ich könnte jetzt hier runter in den Dschungel. Oder was heißt in den Dschungel? In den Wald gehen, weil da gibt es auch noch womöglich Truhen. Bei den Campingplätzen. Okay, da hat sich jemand schon mal gebaut. Aha. Ich gehe mal runter. Wo bin ich eigentlich? Bin ich gut in der Zeit? Ja. Gut in der Zeit, gut in der Zone. Da öffne ich doch gerne meine Hose. Was haben wir hier drin? Nix oder was? Ja, gar nichts. Hätte ich mir schon fast gedacht. Weil warum sollte ich mir gönnen können? Warum sollte das Spiel gönnen können? Also noch 28 Leute, das ist echt krass gerade. Wie schnell die hier verrecken. Und das Bein juckt wieder. Mann, ey, hör auf! Nehme ich mit. Lol. 80 Munition sind für mich immer noch besser als 50, deswegen gleich mal das mal ein bisschen aus, ne? Oh, wobei, warte mal kurz. Es geht runter zu Moisy Meyer. Mois. Und ich habe eine Knarre gehört. Schüsse gehört. Ich denke mal, ich werde mich jetzt jenseits der Zivilisation in das Moisy Meyer vordringen lassen. Ich sag mal, ein bisschen mehr Holz wäre aber auch nicht schlecht, ne? War da was? Ein großer Schildtrank. Ach du heilige Scheiße. Dreck gönnen. Gönnen! Wundernice. Volle Kondition. Das ist doch eine geniale Sache. Ich bleib von dort mal ein bisschen fern. Da ist keiner. Okay, ja gut.
Ich bin angespannt, Jungs, Mädels. Jetzt könnte hinter jeder Ecke jemand lauern. Ich gehe dafür mal ins Haus. Weil das Haus relativ knapp ist, ne? Das ist wirklich so zwischen Tür und Angel und hier war schon jemand drin. Okay. Ja, dann weg hier. Hier muss jemand durch. Also ich denke mal, der hier drin, im Haus drin war, der hat sich wahrscheinlich... Wie soll ich ihn sasen? Der ist halt vorbeigelaufen wie ich und hat das Haus gesehen und dachte sich so, hey, da ist ja keiner drin. Ja, gehen wir mal direkt rein, nicht? Mhm. Hier ist auch kein Schwein. Jedenfalls sehe ich jetzt gerade keins. Aber ich denke, mich hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Da ist was. Da ist irgendwas. Ich hoffe, irgendwas Geiles. Wow! Sehr gut. Noch mehr Munition. Boah, ist das dunkel hier, Mann. Ich sehe doch nichts. Ich müsste ganz kurz vielleicht meine Helligkeit hochschrauben, aber das wäre gefährlich, weil... Ja. So könnten irgendwelche Larrys von hinten kommen. So, gehen wir ein bisschen mehr in diese Richtung, damit das ein bisschen zentraler ist. Und, ah, guck mal an. Genau wie ich dachte, geht's nämlich dahin. Und da werden wir uns jetzt auch gleich hochbauen. Wenn das nicht sogar schon jemand getan hat. Ich wette, ich komme dahin und... Da wird schon gebaut wie eine... Wie Sau. Von wo kam das? Irgendwer hat gerade eben geshootet. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht tun. Ich hatte, da oben ist noch bestimmt jemand, oder? Nein. Okay. Wollen wir erstmal hier bleiben, ist die Frage. Ich habe da unten eine Waffe gesehen, die würde ich mir ganz gern krallen. Was ist das für eine? Ist das eine... Ja, genau, ich laufe da genau rein. Was für ein Scheiß. Was bist du? Ein besseres Salvensturmgewehr, ja? Nice, HD. Ich laufe da genau rein, ey. Fick dich da ins Knie. Scheiße, da kommt wer. Fuck it! Oh mein Gott! Komm schon! Fick dich ins Knie! Dreckiger Bastard! Ich hätte ihn fast gehabt. Ich hätte ihn fast gehabt. Hätte er mich gerade eben nicht mit der Scheiße getroffen, aber ich muss da natürlich auch noch drauf zulaufen, weißt du? Dreckige Missgeburt. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. Das ist so lächerlich, ne? Dass ich den nicht bekommen habe. Fuck doch drauf, ey. Was macht er da? Der wird den jetzt killen. Der wird, pass auf, der killt den jetzt. Ja, war klar. Was? Und bei solchen Leuten sterbe ich, weißt du?